Wer kennt noch Karl-Heinz Granitzer mit Spitznamen Alice? Es ist doch immer wieder eine Freude, solchen Fußballprofis von einst zu begegnen, wie heute hier im Stadion Lichterfelde beim LFC Berlin. Die Kurzbiografie des Torjägers Karl-Heinz Granitzer. Geburtsort Lünen 1951 und über den Lüner SV, Dortmund, Gütersloh und Völklingen. Hier wurde er in der zweiten Bundesliga Süd 75-76 Torschützenkönig mit 29 Treffern, spielte ab dem 17. September 76 in der ersten Bundesliga für Hertha BSC an der Seite von Lorenz Hohr, ging er erfolgreich auf Torejagd. Hertha landete 77-78 auf Tabellenrang 3 der ersten Bundesliga. Und auch das gab's unter Trainer Georg Kessler, kam Hertha 1979 ins DFB-Pokalfinale gegen den ersten FC Köln. Der Mann weiß, wovon er spricht. Was er zum Beispiel über die NOFV-Oberliga hält, das erfahren Sie heute im Gespräch mit Christian Schiedrich. Wie viele Spiele für Hertha und wie viele Tore? Also 1976 bis 1979 mit Preetz und Pantelic, der erfolgreichste Spieler, der überhaupt jemals bei Hertha BSC gespielt hat. Ich habe im Schnitt mehr Tore geschossen wie Pantelic und Preetz. Das ist nun mal eine Tatsache. Kann man stolz drauf sein. Es ist Vergangenheit und jetzt gucke ich diese Oberligaspiele. Also man sollte normalerweise die Oberliga wegfallen lassen, das wissen die meisten. In 73 Spielen erzielte Alice 34 Tore für Hertha. Wie Gerd Müller und Franz Beckenbauer ging es bis 1987 nach Amerika zu den Chicago Stings. Und er schoss in 7 Jahren sensationelle 314 Tore und wurde in Oneonta im Bundesstaat New York in die National Soccer Hall of Fame aufgenommen. Heute spielt er in der Altligamannschaft des SC Borsigwalde. Oberliga wegfallen zu lassen, das muss einfach geschehen. Ein norddeutscher Fußballverband, der muss auf die hören und sagen, pass mal, wir lassen die Oberliga wegfallen. Diese Reisen bis zur Ostsee, wo 30 Zuschauer zugucken oder so, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen eine interne Liga haben in Berlin und hinterher spielen wir eine K.O.-Runde raus. Das ist ein Vorschlag, den kann ich nur befürworten. Das ist ja dann mit der Verbandsliga einhergehend. Man kann ja in Mecklenburg-Vorpommern eine Liga gründen, man kann in Berlin eine Liga gründen, man kann ein bisschen weiter tiefer Sachsen-Sachsen-Anhalt eine Liga gründen im Verbandsliga-Bereich und dann eine K.O.-Runde, eine Aufstiegsrunde eben. Also man sollte normalerweise die Oberliga wegfallen lassen, das wissen die meisten. Und der Deutsche Fußballbund gibt ja furchtbare Auflagen, die kann ja normalerweise ein Kleinverein, kann die ja gar nicht erfüllen, mit Zuschauern, mit abgegrenztem Potenzial für die Fans von den anderen Seiten, wie in der Bundesliga, das ist ja eigentlich Blödsinn. Und die teuren Schiedsrichter. Und natürlich die Schiedsrichter, das kommt ja auch noch hinzu, aber wenn man auf diese offiziellen Vereinsvertreter eben hören sollte und muss eigentlich, ich finde, man sollte auf die hören, dann gibt es vielleicht im nächsten Jahr oder spätestens in 2 Jahren eine Aufstiegsrunde, wo ich komme wieder darauf zurück, wo 2000 Zuschauer hier zugucken würden. Und das ist viel, viel attraktiver, um in die Regionalliga aufzusteigen. Der Mann weiß, wovon er spricht und was er über die NOFV-Oberliga hielt, das erfuhr